Eine Beatmung ist eine künstliche Zufuhr von Luft mit Sauerstoff gemischt in die Lunge, wenn die Funktion der eigenen Atmung nicht mehr ausreichen kann. Künstliche Beatmung ist bei vielen akuten Erkrankungen notwendig, wenn die Lunge nicht mehr ausreichend selber atmen kann. Das kann eine schwere Lungenentzündung sein, zum Beispiel ausgelöst durch Bakterien. Das kann aber auch eine schwere Lungenentzündung im Rahmen der Covid-19-Erkrankung sein, die Beatmung notwendig macht. Auch chronische Lungenerkrankungen, wie zum Beispiel die chronisch-obstruktive Lungenerkrankung, die COPD, die Volkskrankheit Nummer 3, führen bei akuten Verschlechterungen häufig dazu, dass Patienten auf Intensivstationen beatmet werden müssen. Entwöhnung von der Beatmung ist das sogenannte Weaning. Wenn ein Körper längerfristig beatmet wurde, dann ist seine Muskulatur schlaff geworden und er kann nicht mehr eigenständig anfangen zu atmen. Dann brauchen wir ein Training. Und Weaning ist Training. Das machen wir in unserer Abteilung mit einem Team aus verschiedenen Berufsgruppen, die jeder für sich und alle zusammen dafür sorgen, dass die Atemmuskulatur wieder aufgebaut wird, der akute Krankheitszustand überstanden wird und der Patient erfolgreich von der Beatmung entwöhnt werden kann.